Ja, mein Name ist Peter Bayer. Ich bin stolzer Alpa-Ambassador. Ich fokussiere meine fotografischen Arbeiten auf Architektur, Corporate, Industrie und freie Arbeiten. Freie Arbeiten eigentlich ausschließlich in Schwarz-Weiß. Ich habe mit 14 das erste Mal den Geruch der Laborchemie bei meiner Tante Angelika schnuppern dürfen, die ausgebildete Fotografin war. Hat die Begeisterung wecken können, sodass ich dann mit 15 meine erste Spiegelreflex erstanden habe. Gut, relativ schnell reichte mir qualitativ die Kleinbildkamera nicht mehr. Mein 18. Geburtstag nahte und so habe ich beschlossen, statt dem obligatorischen Führerausweis, den man dort gerne einmal geschenkt bekommt, meine Eltern zu überzeugen, das Geld doch lieber in eine qualitativ hochwertige Mittelformatkamera zu investieren. Das war eigentlich der Beginn meiner Karriere. Die große Frage ist, wie setzt man den Qualitätsanspruch, den man selber hat in der Architekturfotografie, in der Präzision, der Ausrichtung auf, um Architektur dokumentieren zu können, um in Produktion Prozesse dokumentieren zu können, wie setzt man das adäquat und was ist das entsprechende Tool dafür? Und auf dem Markt, da waren wir relativ dünn, weil diese Präzision, die es braucht, nur wenige Anbieter überhaupt liefern können. Und so bin ich auf die Alpa gestoßen, aus mehreren Gründen. Für mich ist das ein ideales System, wo ich das Beste aus allen Welten kombinieren kann. Das fing an mit den Optiken. Heute roten Stock, digitale Rückteile, Mittelformat für den Mittelformat Look. Ich fotografiere primär mit der Alpa 12 Plus. Ist für mich die optimale Kombination aus Verstellwegen und Größe. Bei dem Qualitätsanspruch, den ich habe, muss ich sagen, bin ich wirklich auf was die Werkzeuge, die ich benutze, hingelegt. Nicht im Sinne von Kleinkarriere, sondern wirklich im Sinne von Sorgfalt, Präzision, Genauigkeit. Da darf man einfach keine Kompromisse machen.